Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, und zwar zu Jurassic World The Game Restart Episode 2. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich, was ich in der letzten Folge versprochen habe, mir den Giga Gen 2 freigeschaltet und habe mir da zum Save erstmal so 1600 Pokale hochgespielt. Ja, es hört sich viel an, aber eigentlich ist es relativ easy, würde ich mal sagen. Da investiert man mal so eine halbe Stunde oder so und dann hast du das eigentlich schon. Ja gut, ich meine jetzt für die Leute, die auf legit spielen, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber für jemanden, der hier einfach für jede Runde sein Indoraptor Level 40 die ganze Zeit neu kauft, ist es halt jetzt keine Challenge. Na gut, hier haben wir den guten, den Giganotosaurus Generation Nummer 2 mit dem eigenen Design. Film. Und ja, ich bin sehr froh, dass wir ihn haben. Ja, sieht cool aus. Sieht cool aus. Sag mal ehrlich. Zeig dich. Ja. Sehr schön. Sehr schön bist du. Sehr schön. So, ich pack mal gleich mal neben den Rinchenia hin. Sehr schön. Ja, das schauen wir uns nachher an. So, hier ist er. Der Giganotosaurus Gen 2 in der Filmform. Dennoch ist er keine Filmkreatur. Wie schlau das ist, wieso das so ist, niemand weiß es, aber es ist auf jeden Fall so. So, jetzt haben wir ihn Level 10. Dann werde ich ihn jetzt einfach mal vorbereiten, dass wir ihn auf Level 40 machen können. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, ganz kurzer Break an der Stelle. Also, es gibt gerade im Angebot, okay, ich dachte gerade, Game ist abgestürzt, aber alles gut. Es gibt gerade im Angebot für 120 Euro Blue ab Level 40. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es 120 Euro sind, weil bis jetzt diese ganzen Spezialoffers immer 120 Euro gekostet haben und jetzt ist es abgestürzt. Ja, GG. Ey, wenn das Game jetzt noch 10 Mal abstürzt, stürzt mein Gehirn, glaube ich, auch gleich ab. Das bockt gerade gar nicht. Ja, passt. Oh nein. Die Preise wurden ja resettet. Scheiße. Gut, kurz warten. Ja, brauche ich unbedingt, Digga. Danke. Okay. Boah, oh mein Gott, danke für gar nichts. Ja, so viel dazu. Gut, dann gehen wir jetzt auch schon zum Giga rüber. Und zwar haben wir den hier. Ich habe ihn jetzt schon vorbereitet, wie ihr sehen könnt. Und jetzt schauen wir uns mal den Level 20er an. Ja, let's go, sehr gut. Oh, was? Das ganze Grün geht weg, hä? Er war gerade eben noch... Ja, die Animation ist schon wieder stuck. Geil. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es am Handy ist, aber es sieht echt weird aus. Auf jeden Fall von ganz grün auf ziemlich braun tatsächlich. Okay. Dann gucken wir uns Level 30 gleich mal an. Okay, da wird jetzt mehr orangelich in der Fresse. Sorry für die Ausdrucksweise. Aber es sieht doch so aus, ne? Ja, nee. Da ist nichts orange. Aber schon so hellbraun, ne? Ja, weiß ich nicht. Sieht irgendwie nothing special aus, muss ich ehrlich sagen. Also. Ja. Die Film. Also die Filmfarbe an sich. Ist halt sehr gewohnt. Deshalb ist es ja ein bisschen komisch, dass sie hier was Eigenes bekommen hat. Aber ich muss sagen, relativ gelungen. Also die Farben sind meiner Meinung nach ein bisschen langweilig. Ich finde, sie hätten ihn grün lassen können und trotzdem das Design übernehmen. So, dass es irgendwie dunkelgrüner ist ein bisschen. Oder halt, keine Ahnung, aber halt grün lassen und nicht irgendwie braun oder orange, keine Ahnung. Ja.
Oha, ein Paket bekommen einfach. Ein 2017er Paket. Oh mein Gott. Als ob. Ja, ich glaub's auch. Leute, kauft euch immer Preissegen-Tickets, wenn ihr das Geld dazu habt. Vertraut, ist gut. Immer gut. Ja, guck mal, alle 4 Belohnungen. Easy. Ja, brauche ich unbedingt. Danke. Oh, schade, nicht der Goldpreis. Der Goldpreis ist das Einzige, was ich noch brauche. Weil ich noch nicht alle limitierten Saurier hochgebracht habe. Aber gut. Ja, das interessiert mich jetzt erstmal auch noch nicht. Weil ich bekomme einfach nur noch einen Rinchenia hier. Und ja, keine Ahnung, wie ich die anderen noch freischalten soll. Ja, hier zu 5% ist er drin. Ja, danke. Dieser Pass sieht ein bisschen kleiner aus als der mit Rexy, ne? Ich glaube, der ist auch einfach kleiner. Guck mal, der fängt hier an und hört hier schon wieder auf. Warte, 7000 gab es letztes Mal. Nee. Warte, was? Nee, das ist gleich lang. Aber die Belohnungen sind der Urkacke. Ach, egal. Gut, dann machen wir jetzt den hier auf 40, den Kollegen. Ich finde das über den Augen, diese... Ja, keine Ahnung, wie man es nennt. Diese Augenknochen hier. Über den Augen finde ich echt cool. Das sind diese gezackten Dinger, ja. Das Horn, finde ich, hätte nicht sein müssen. Aber passt eigentlich ganz gut für den Übergang, dass hier die Stacheln dann noch am Rücken sind. Und ja, an sich ist der Giga eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Jetzt warte ich dann noch auf den Terry Gen 2 zum Freischalten. Ne? Oh wow. Er hat doppelt so viele Leben wie Blue, aber um die Hälfte weniger Damage. Das heißt, sie sind ziemlich gleich, ja. Krass. Blue sage ich, Beta. Ja, ist halt bei den normalen Limitierten dabei, ne? Ja, guck mal, der Alberto ist stärker sogar. Schade eigentlich. Ach, guck mal, diesen Panda-Bär, ne? Den gibt's ja auch nicht mehr eigentlich zum Freischalten und nix. Ich hab den auch, da gab's jetzt auch letztens ein Angebot. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Vieh ist, aber es sieht übelst langweilig aus. Guck mal, Stufe 1, Stufe 40. Da ändert sich einfach gar nichts. Aber ja, wahrscheinlich auch 120 Euro gekostet, ne? Schätze ich mal. Warum leuchtet Blue hier auf dem Bild so krass und Rexy nicht? Also Rexy auch, aber hier sieht man stärker, weil es halt blau ist, okay. Ja, keine Ahnung, ich rede zu viel. Dann gucken wir uns, ja, guck mal, Scorpius gab es auch für 120 Euro noch einen zweiten. Ha, vergessen. Genau, dann schauen wir mal in die Kämpfe rein. Hier gibt es einen Kühler daraus freizuschalten und einen Megalodon freizuschalten. Ich habe beide auf Level 40, was bringt's mir? Andererseits würde ich es halt gern freischalten. Ja, guck mal, oh nein. Jetzt gibt's wieder so ein Event. Jetzt kann ich wieder alles hier machen. Egal, dann gibt's wenigstens wieder was zu tun hier im Game. Neuer Boss kommt wieder, dieser Hai, dieser komische. Ja, und das war's, okay. Janni, schauen wir uns mal an. Den Giga Gen 2. In dem hier. Genau. Ja, ihr habt sie gesehen. Ja, hier. Ja. Meine Saurier sind jetzt nicht gerade am besten gelevelt, ich weiß. Die mit 19 Tiere. Aber juckt echt nicht. By the way, ich habe keine Ahnung, woher der dritte kommt. Aber ich glaube, sie sind beide vom selben. Hier. Ich habe dreimal den Kryolopurgianier. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe ihn dreimal. Hauptsache den Kryolophosaurus habe ich nur einmal. Und zwar auf Level 10. Aber gut, was will man machen? Oha, guck mal, der ist gar nicht so weit hinten. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe versprochen in der nächsten Folge. Gut, dann machen wir das jetzt noch. Und zwar die Metrokanos auf Level 40. Dann nehmen wir den gleich ins Team dazu. Perfekt, wir sehen uns gleich. Achso, nee, sehen wir uns nicht. Der ist schon vorbereitet. Der ist schon vorbereitet. Let's go.
Ja, ich habe halt hier die Stufen schon gesehen auch, aber hier für euch, ja, wird jetzt hier ein bisschen rötlicher, so mit den roten Streifenmuster. Dann machen wir noch 30. Auch First Try, geil. Ja, sieht eigentlich ganz cool aus vom Design, so. Die Farben sind jetzt nicht so meins, vor allem nicht Farbenkombination. Aber ich finde das Design, das Model an sich eigentlich echt cool. So, komm her. Sieht doch ganz cool aus, oder? Kann man auf jeden Fall machen. Kann man machen. Gut, dann kämpfen wir mal damit. So. Er ist schwächer als der Indominus Rex? Was? Aber nur ein bisschen, okay. Eigentlich sind die relativ gleich. Stärker als der Raias Leger, oh mein Gott. Man denkt immer, Raias Leger voll gut, ne? Ja, nee. Sieht nicht so aus. Ach, da ist doch ein bisschen weiter hinten. Ich hatte ja noch auf Leben, ne? Hier ist er weiter vorne. Ja. Ja, nee, wir gehen auf Attack. Nee, Blödsinn. Hier. Gut. Da keiner ein Team reingeschrieben hat, mache ich das selber. Und zwar nehmen wir jetzt Blue gleich mal her. Dann die Metrokanus. Und anschließend... Wo ist er? Den Giga Gen 2. Let's go. Ich bin natürlich ziemlich tot, wenn jetzt ein Amphibier kommt, aber... Es ist mir ziemlich wurscht, weil die drei Viecher sind alle neu. Und deshalb will ich kämpfen mit denen. Und wir haben Glück. Wir haben extremes Glück. Obwohl, oh mein Gott, ein Gigankylocephalus mit 6000 Leben? Was? Wie soll ich das denn gewinnen? Hä? Wie viel Leben haben die Viecher? Die verarschen? Okay, warte. Ist jetzt mal egal. Ich schieb mal runter. Er greift an. Das heißt, er hatte 2 Punkte, er kann ihn gesaved haben, dann könnte er nächste Runde 3 Punkte haben. Das heißt, ich gehe nochmal auf Save. Okay, schade. Ey, Blue ist schon cool, ne? Vor allem jetzt mit diesen Partikeln dazu. Okay, mein Dimitrokanus hat 5000 Leben. Ich kann es verstehen, dass der eine Gegner 6000 hat. Alles gut. Er hat jetzt 2 Punkte gehabt, er hat 2 eingesetzt. Gut für mich. Scheiße, ich habe nicht auf die Zahl genau geguckt. Ich dachte, 2 sind zu wenig. Scheiße, hätten 2 genügt? Ist egal, macht nichts. Na komm, klatsch ihn weg, ich weiß, du wirst es machen. Da reichen jetzt leider 2. Schade. Aber macht nichts, alles gut. So. 1 Punkt hat er noch, das heißt, wir können drücken. Ich würde eigentlich ganz gerne die letzte Attacke vom Giga sehen. Das heißt, bitte greif mich an mit allem, was du hast. Ich bitte dich. Was machst du? Okay, er hat noch 2 Punkte übrig. Ist mir aber jetzt egal. Ich werde ihn töten. Ja, let's go. Und er saved, okay. One-hitted er mich, ist die Frage. Nein, das heißt, er muss alles einsetzen, damit er mich töten kann, weil er denkt, ich könnte 4 Verteidigungen haben, das heißt, ich brauche 2 Punkte, um mich zu töten, das heißt, er muss alle einsetzen. Passt. Komm, greif an. Wir beide wissen, du wirst es tun. Hä, mit 4? Oh, stimmt, es hätte auch sein können, dass ich 2-2 mache. Egal. Er ist tot. Boah. Ey, von hier sieht der Giga aber auch geil aus, ne? Oha. Von der Seite. Ja, mit den Rexy-Sounds. Aber egal. Komm. Du bist tot. Oh, geil. Easy. Sehr gut. Er sieht doch schon cool aus, oder? Sieht schon cool aus, seid mal ehrlich. Sieht schon cool aus. So.
Boah, danke für 200 DNS, brauche ich dringend, dringendst. Gut, Leute, somit würde ich sagen, haben wir alles fürs Video gemacht. Hier ist der Dimitrokanos Level 40. Hier ist der Gigachin 2 Level 40. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mich gerne positiv in den Kommentaren wissen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, eine IW sagt ciao.